Clooney. Okay, hey, 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 Leute. Leute, Leute, Leute. Ja, ich bin's wieder. Hey, ich bin LJ. Willkommen bei LJBNet. Und jetzt geht's weiter mit Zelda. Ich fange ein bisschen später an für die Leute, die es interessiert, als sonst. Aber, naja, hatte ein bisschen was zu tun auf der Arbeit. Naja. Okay, ich habe schon gedacht, der Controller funzt nicht mehr. Okay. Wir starten im Feuertempel, das ist ja praktisch. Gott, ich glaube. Eigentlich wollte ich hier, glaube ich, wahrscheinlich noch was holen, aber wisst ihr was, ey, das machen wir jetzt auch einfach mal nicht. Wow, wow. Was? Ah, Gott, ich hab schon gedacht. Alter. Alter. Oh, ich hab schon gedacht, Alter, was wäre das denn jetzt gerade? Er hat mir einfach meine Sachen abgezogen. Das geht ja gar nicht. Egal, aber wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach den Boss. ehrlich gesagt. Weg hier, weg hier, weg hier. Wow. Muss ganz ehrlich sagen, ich war verlockt. Ja, verführt. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, einfach online nachzuschauen, wie der Dungeon hier weitergeht, wie ich an diese Kiste da oben kann. Aber wisst ihr was, ey? Es muss ja auch ohne gehen, oder? Oh, beide mit einem Schlag. Mensch, ich bin ja ein Gott. egal, wisst ihr was, ey? Wir gehen jetzt einfach zum Boss und hauen den aufs Maul. Oder? Leute? Oder? Oder? Leute? Ne? Einfach so richtig links, rechts eine klatschen. Das wird jetzt unsere Aufgabe. Die Bossfights sind ja mäßig. Also ich, keine Ahnung, dieses Hin- und Her-Spiel mit diesem Galopper-Typen, das fand ich ganz cool. Aber, muss ich ganz ehrlich sagen, ansonsten waren die Bossfights immer eher so meh. Naja. Ich hoffe, irgendwas. Es ist bestimmt Whack-a-Mole mit dem Hammer. Müssen wir jetzt machen. Schau durch die spitze Nase an. Okay, es gibt kein Zurück mehr. Okay, das kann so soll es sein, ne? Jetzt rennen wir noch zu unserer Mami. Jetzt kommt so ein Maulwurf. Alter. Lavasiot, so hieß der. Ach stimmt, das war ja ein Drache, wo der schon vorne rein gesagt, dass es ein Drache ist. Okay. Erstmal das Pattern rausfinden. Was macht er? Okay, erstmal Schild raus. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Okay. Aber okay, wir wissen auf jeden Fall schon mal. Boah. Was? Okay.
Krieg ich jetzt Leben? Okay, Moment, Moment. Items. Das hier. Ja, Digga, trink mal. Nice. So. Ja, lol. Oh Gott. Boom, 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 boom. Okay. Okay, das klappt ja schon mal nicht. Wow! Okay, das... Hallo? Ich weiß nicht, ob man das mit Bomben auch könnte. Können wir gleich mal probieren, oder? Okay, wir verlieren gerade so viele Ressourcen, das geht gar nicht klar. Auf jeden Fall in Dings, in Kakariko, werden wir uns auf jeden Fall nochmal eine Fee fangen. Alter. Mann, jetzt habe ich's verpasst. Nicht dein Ernst, oder? Aber das muss doch eine Möglichkeit geben. Warte mal, wenn ich jetzt einfach das Spiel neu starte. Ich sag mal, wenn ich jetzt einfach... Ich probiere es jetzt mal. Also das... Mal gucken, ob wir... Kriegen wir... Haben wir die Items verloren? Hat niemand gesehen, oder? Ah ne, warte mal, da. Bei denen hatte ich ja Herzen bekommen. Okay, aber jetzt weiß ich auch einigermaßen, wie es funktioniert, ne? Einfach möglichst nah dran sein.
Okay, wir fahren mal, farmen mal noch ein bisschen Leben. Ich meine, ich kann ja auch eigentlich generell die Items hier direkt reinholen, wa? Dann haben wir auch noch die Milch. Oh. Ich nehme einmal die Milch. Okay. So. Kann man die Katze hier nicht überspringen? Ich will noch wissen, kann man die Bomben irgendwo. Egal. Vielleicht ist das ja irgendwie möglich, da die Bomben reinzusetzen, also hinzulegen, wo der rauskommt. Dann explodieren die vielleicht. Aber ehrlich gesagt, das ist ein Lava-Dude, also. Vielleicht mag ich auch einfach voll die falschen Hoffnungen. Aber dieses, also den muss man doch irgendwie vom Himmel runterholen können, oder? Ich meine, man kann doch nicht die ganze Zeit einfach rumwarten, dass der da irgendwie sein Zeug macht. Okay. Nein! Mann, ich kann das. Ist er weg, muss ich, ja. Okay, jetzt macht er seine Steinchen. Alter, warum hat die Kamera sich gerade gedreht? Wollte ich doch gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie auch ein bisschen aggressiver, ne? Jetzt macht er ein bisschen mehr. Ja. Ich vergesse mal den Hammer rauszuholen, das ist voll nervig. Okay, jetzt muss ich den Hammer raus.
Okay, wo kommt er raus? Wow! Gibt's das nicht? Kann man das nicht irgendwie schneller machen? Oh Gott, das ist ja eine Farce hier. Okay, ich muss warten, bis er da irgendwie wieder rauskommt. So viel warten. Aber okay. Von der Mitte aus kann man am besten die anderen Sachen erreichen. Bleiben wir mal hier. Okay. Kann man den wahrscheinlich... Okay, wir probieren das mal. Ganz nah vorherzusehen, wo er runtergehen will. Okay, das hat nicht geklappt. Ich hab doch getroffen. Ja, go, rette mich. Jetzt schlage ich den so richtig aufs Maul. Zack. Okay, jetzt haben wir eine Fee verloren. Kriege ich das jetzt ins Kopf hier? Oh, das wird ein Herzcontainer. Also am Anfang hat man ja noch Gold bekommen. Aber jetzt? Mensch. Wow. Der Typ. Oh, ich wollte schon sagen, haben wir jetzt noch was schlimmer gemacht. Oh. Halle der Weisen. In welcher Weise war da jetzt eingesperrt? Keiner. Ah. Narumia ist ein Weiser. Danke, das sei dir, mein Bruder. Ich weiß das, was du getan hast. Sehr zu schätzen. Hab Dank auch im Namen meines Volkes. Du hast dich als würdiger Streiter erwiesen. Ich habe nie an dir gezweifelt. Ich, Darunia, offenbare mich als einer der sieben Weisen. Der Weise des Feuers. Hättest du das erwartet? Ich denke, das ist etwas... Das ist es, was man Schicksal nennt. Wenn ich dir helfen kann, das Böse in seine Schranken zu weisen, lass es mich wissen. Nimm dies an dich, Bruder. Dieses Amulett enthält die Nacht des Feuers. Was macht das denn? Boah.
Du und ich, wir sind Brüder. Okay, gibt's irgendwie eine krasse Fähigkeit, wie ich da rankomme? Wow. Ah! Okay, das hat geklappt. Na gut, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Oh, heißt das, wir können auch Sachen wieder kaufen? Hey, die ganzen Leute sind da. Danke, LJ. Okay, das ist auch nett. Gern geschehen. Ich merke gerade Flaschen. Eigentlich ist es besser, wenn ich einfach mehr Dings hole. Ich hole mir die Milch. Und dann. Aber es gibt doch einen Spruch, mit dem ich zum Tempel der Zeit komme, oder nicht? Song, meine ich. Hymne der Zeit. Hymne des Sturms. Damit komme ich zurück, oder? Okay, nee, wir gehen erstmal. Nee, da möchte ich jetzt nicht hin. Doch nicht da hin. Oh Gott, gut. So. Stimmt. Können wir jetzt die hier abballern? Ja, nein. Ah, okay, haben wir schon. So. Ich wollte auf jeden Fall nochmal zu Kokiri. Weshalb nochmal? Deswegen nochmal. Ich wollte auch nicht zu Kokiri. Aber ich wollte. Ja, wir müssen auf jeden Fall zu wieder Kid Link werden. Boah, und der Herzcontainer dort, den möchte ich auch noch haben. Komm ich da ran? Wow. Alter, was war das denn gerade, ey?
Wahrscheinlich ist als nächstes jetzt der Wassertempel dran. Mal tippen. Okay. Okay. Ey, Epona hat auf uns gewartet. Wow. Nein, Mann. Ey, wisst ihr, was ich eigentlich hätte machen sollen? Ich hätte einfach rausgehen sollen aus dem Spiel. Und einfach wieder von neu anfangen. Dass ich das nicht gemacht habe. Okay, da geht's gar nicht lang. Ich habe gedacht, das sah irgendwie jetzt gerade auch ein bisschen wie so ein Weg aus, ne? Zack. Oh, jetzt habe ich ja wahrscheinlich auch gar nicht mehr die Rüstung, oder? Was ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren sollte, ist zum Dings hingehen. Zum... Wer ist das? Zum Kokiri-Dorf. Im Kokiri-Dorf mache ich da irgendwas Cooles. Boah, ich bin jetzt gerade ein bisschen vergesslich, ne? Also ich habe. Was wollte ich nochmal? Zum Kokiri-Dorf. Ich wollte zum Kokiri-Dorf. Ich wollte zum Kokiri-Dorf. Ne, Kakariko heißt das. Das. Oh, ich laber schon wieder Unsinn. Also das Dorf heißt ja Kakariko. Da wollte ich auch noch. Ja, muss mal schauen. Also einmal möchte ich gerne eine Flasche. Ich habe drei Flaschen. Eine Flasche möchte ich auf jeden Fall mit dem Dingsball machen. Es gibt ja zweimal Leben. Auch wenn das andere, also das Elixier macht zwar voll, aber das andere kann ich, ist glaube ich insgesamt mehr, halt mehr, als wenn ich einfach nur ein Elixier habe. Ich glaube, die Milch ist da schon besser. So, einmal die Milch und zwei Feen. Ja,
So glaube ich, ist ganz gut. Ja. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, okay, das ist insgesamt mehr als... Das ist insgesamt mehr als... Als was man mit dem anderen bekommt. Aber ich will noch ein Glas haben. Ich hab noch nicht so 20 gelesen. Man kann wahrscheinlich gar nicht so viel... Doch, man kann 20 haben. Aber so viele Items... So viele Gläser können wir nicht rumtragen. Aber trotzdem, man darf ja wohl träumen. Man wird ja wohl noch träumen. Ich glaube, hier war das. Und dann können wir uns dort... Ich glaube, hier war ein Feenbrunnen. Nein. Wow. Nein! Nein! Ich mache nichts zu! Hey, wie komme ich denn hier hoch? Da. Wie nervig. Jetzt muss ich wieder Ocarina spielen. Aber okay, machen wir halt, ne? Nee. Yeah. Mhm, hit it. Sorry. Hallo? Ich bin das Schwert. So. Es ging wahrscheinlich nur aus diesem einen Winkel. Say what? Ja, dass man das nicht überspringen kann. Aber okay. Ich glaube, Leute. Als nächstes steht der Wassertempel an. Und da müssen wir mal schauen, oder? Also ich meine, oh, man hört ja nur Schlechtes über Wassertempel. ja. Ich hoffe, es wird nicht allzu schlimm. Ich frage mich auch, wie viele Tempel es eigentlich noch gibt. Ach, Mann! Ah, da machen wir dieses Gekreisch, ey. Ja, ich
Alter, diese Steuerung. Okay. Go! Go! Und so, das war's auch schon wieder. Vielen Dank, Epona. Kurzer, aber effektiver Ritt. So. Dann gehen wir zu diesem einen Grab, was nicht von dem Grabhüter ist. Sondern von dem anderen. Was ist denn hier eigentlich nochmal? Ach, das kann man nicht bomben. Oh. Huh. Okay. Kann man also nicht bomben, das ist natürlich nervig, aber okay. Sorry. Irgendwie kann man nur im Kokiri-Wald, Kokiri-Wald die Schilder kaputt machen. Das finde ich auch ein bisschen schade, ne? Also. Schön, wir hätten auch noch erstmal was pflanzen können, aber egal. Ah, diese Maske, ich weiß gar nicht, wen soll man denn alles diese Maske verkaufen? Okay. Wo könnten wir denn noch hin müssen? Also. Ja, ist der nächste Tempel der Wassertempel. Hallo, ich will auch stehen bleiben. So. Vielen Dank. Man müsste jetzt auch eigentlich auch. Ich habe ja diese Pflanze gepflanzt, ne? Ich freue mich jetzt, was nach 7 Jahren draus geworden ist. Da müsste jetzt eigentlich reichlich was zu sehen sein.
Okay, was ist das? Okay, das ist ja praktisch. Wusste ich nicht, dass da sowas Tolles bei rauskommt. Gott. Okay. So. Okay, nochmal. Aber jetzt diesmal. So, dass wir diese verdammte Herzcontainer-Teil. Komm mit rein. Ja. Nein! Ja, sind wir jetzt größer? Ist doch vorher nicht da, oder? Sieht jetzt irgendwie ganz anders aus. Könnte man es vielleicht erreichen. Wette. Man kann sich das ganz einfach holen, indem man... Wow. Das hat nicht geklappt. Das... Alter Mann, ich möchte dieses Herzding haben. Erst Containerteil. Warum? Okay, ich möchte. Okay, probieren wir nochmal das hier aus. Das geht zu schnell. Leute, schneit. Come on. Alter, ich erreich das Ding. Oh.
Buch. Skulltula Action. Bringt es was, Schmetterlinge zu fangen? Das frage ich mich auch. Wahrscheinlich. Ey, ich kriege jetzt irgendwie so Bomben oder so, also wenn ich... Na gut. Wahrscheinlich muss man die... wahrscheinlich... keine Ahnung, bringt es was irgendwie Insekten zu fangen, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung hier. Mann, wie kommt man denn da hin? Ach Gott. Nee, ist alles zu blöd. Hallo? Ich habe mir fast mein halbes Leben gelassen, nur um diesen Scharlatan eins auszuwischen, ey. Okay. Egal. Nein! Okay, alles zugefroren hier oder was? Jetzt kommt's raus. Alles zugefroren hier. Nochmal hier. Ey, was ist denn los mit mir? Ach, schau dir das mal an. Egal, die lasse ich mal. Ich brauche das Geld jetzt gar nicht. Und so viel kann ich gar nicht tragen. Ich muss hier echt so viele Skulltula-Münzen sammeln, nur damit ich dann hier ein bisschen Geld haben kann. Ist ja irgendwie voll doof. Alrighty. Here we go. Das ist eine Eislandschaft. Nichts mehr da mit Wasser. Nice, Herzen. Ne, das gibt's doch nicht, oder? Ich kann nicht mal mit meinem dummen Hammer krieg ich das nicht mal kaputt. Ach! Es geht noch einfacher. Schon echt genau treffen hier mit diesem Stein. Ein bisschen Fahrt aufnehmen hier. Ja, come on. Ja, mega unnötig. Okay, so kann ich auch nicht runter. Das ist natürlich doof. Das Einzige, was wir machen können, ist zu diesem König Zora gehen. Der weiß bestimmt auch nicht, was abgeht. Aber okay.
Oh. Oh. Ey, das ist doch eigentlich auch unsere Verlobte, ne? Da. Okay, wir können da nichts machen mit. Okay, das ist irgendwie krasses Eis. Ah, lol, da ist nicht eingefroren. Hier ist einfach nur kalt. Hier ist... Oho. Oho. Eisschollen. Oho. Egal, Ich würde aber erstmal gerne gucken. Okay, das sieht schon irgendwie jetzt aus, als würden wir zum Wassertempel gehen. Aber ich möchte erstmal gucken, was hat denn. Was ist denn beim anderen da? Kann man hier irgendwas machen? Kann man jetzt runterspringen in den Tod? Mit dem Körper? Alter, aua, aua, aua. Ach man. Das hätte ich mir denken können. Egal. Der kriegt doch Link keine weichen Knie oder so. Ah, ja, wir haben das auch. Ja, es gibt doch genug Herzen, oder? Yes, nice, okay, wir haben ja hier schon alles. Vielleicht mal einen Zack, ja. Ja, es gibt eigentlich nichts mehr, was wir eigentlich nochmal looten, könnten. Grinden können. Okay, dann gehen wir uns mal weiter. Wow. Wir können ja schon. Deswegen klappt das nicht. Das ist ja nervig. Also müssen wir uns beeilen. Egal, ich wahrscheinlich. Wisst ihr was? Ich baller die einfach schon mal ab von der Ferne. Ne? Ist das anders? Wisst Bescheid. Kann ich das überhaupt? Kann ich nur bloß da fern abschießen? Die ganzen Dinger. Das ist ein Eiscontainer. Nein! Ach so, Mann. Ich hab nicht gewusst, dass sie sich bewegen. Ach, der ist hier. Ja, man hat ja sonst keinen Grundpfeile eins. Ich hätte gar nicht so weit. Ah, nice.
Und... ja, geschafft. Okay, das ist der Tempel. Ist das der Wasser- oder Eistempel? Das ist der Eistempel, wa? Was ist das denn hier? Eine Frost-Echse acht auf ihren eisigen Atemschlag, ich weiß nicht, so schön. Ja, sie macht bestimmt gleich nochmal. Alter, Digga! What? Wie beweglich? Kann man da nicht noch einen sagen? Okay, cool. Ich verstehe auch nicht ganz, wann er einen horizontalen Schlag macht und wann einen vertikalen. Was zum Teufel ist das? Okay. Ich kann nicht hoch. Interessant. Interessant. Interessant, aber okay. Wow, wow, Mann. Nervig. Aber okay. Wow. Okay. Was soll das jetzt soll hier? Ich guck erstmal, was gibt's hier unten? Wow.
Okay, was ist das für eine... Wow! Alter! Digga, das ist ja lebensgefährlich hier. Irgendwas gebrauchen. Ja! Ja, Mann, ey. Scheiße. Huh. Jetzt muss ich zugeben, ich habe doch schon etwas Schaden bekommen. Ah, ich weiß wie, ich weiß wie. Okay. Hey, aber ich baller durch das Ding durch. Habe ich irgendwas verpasst? Okay, warte, Leute. Ach Gott. Huh?
Ach du meine Güte, come on! Hey, diese. Das ist in diesem Eistempel ja auch irgendwie in dieser Eishöhle auch echt am schlimmsten, oder? Ich meine. Diese veraltete Steuerung und dann auch noch der Eistempel. Wow. Ups. Okay, es gab noch andere Wege. Das ist gut. Cool. Hä, was ist? Ach so. Ach man. Oh. Ach. Wir sind wieder hier. Okay, die anderen Wege sind aber zu. Da kann man lang. Okay, nein, das war falsch. Ja, Ding Navi, ey, dann red doch mal mit mir, ey. Nein, ja. Okay, ich mach mal das hier. Ja, ich bin jetzt echt mit meinem Latein am Ende. Brauche ich noch irgendein Item?
Das ist irgendwie das, was ich mir erhoffte. Oh, es geht ja viel schneller so. Und ich habe gedacht, man muss es. Vielleicht eine leere Flasche. Okay, mit dem Hammer ist es voll unnötig. Es geht doch einfach so. Okay. Mann. Wenn das klappt, dann wäre das schon echt crazy. Alter, nicht euer Ernst! Alter, man kann echt... Ach du meine Fresse, ey. Erstmal hier dran testen. Wow! Okay, aber okay, krass, dass es so funktioniert. Ja, ist okay, da kann man drauf kommen. Ja, ich bin ja drauf jetzt gekommen, aber. Na gut. Finde ich crazy. Totally crazy.
Ey, Labyrinthkarte. Das heißt, ich muss jetzt immer wieder hierher kommen. Ach du meine Güte. Null Bock. Aber okay. Wieso habe ich denn eigentlich jetzt Mana verloren? Wofür habe ich denn Mana gebraucht? Brauche ich das, wenn ich die Wege frei mache oder was? Oder was? Alter, dieses Ding! Nervig. Oh, das führt hier hin. Ich möchte doch lieber. Es gibt keinen. Ach man, immer dieses nervige Ding. Das ist auch cool. Aber dass ich immer das Teil. Aber ich möchte auch nicht mehr benutzen. Ach du meine Güte. Null. Hoffentlich gibt es da auch nochmal ein blaues Feuer. Oder irgendwas anderes. Cooles. Ey, komm raus.
Nice. Ja, Digga, geh rauf. Okay. Ach, schon wieder. Okay, so klappt das nicht. Geht das? Okay, das war ein weiter Jump, muss man ehrlich sagen. Hätte ich den Link jetzt irgendwie nicht zugetraut. Wenn er das auch noch so weit schafft. Nee. Okay, das ist schon wieder eine Nuss hier, ne? Also. Ah, okay, das geht so nicht auf. Ach. Na okay, dann ist er jetzt einfach. Also ich kann das schieben. Oh. Okay, die Frage, ja, ich glaube, das reicht schon, oder? Ach Gott. Egal, schieben wir das noch weiter ran. Damit wir es auch nicht verfehlen können. Naja. Hey.
Ah, okay, aber da hinten ist ja auch schon wieder was. Wahrscheinlich hätte ich das auch als allererstes machen sollen. Oh Gott. Okay. Da schieben wir das dahin. Zack. Ziehen geht nicht. Ach lol. Okay, dann kann man hier von vorne anfangen. Und jetzt sollte das doch einfach daran gehen können. Yeah, nice. Nice, richtig hier. Jetzt, ja, so geht's doch. Ja, der muss weg. Das Ding muss weg. Zack. 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 Auf jeden Fall noch mal eine geile Flamme mitnehmen. Tricky. Aber so eine Schieberätsel, ey. Na gut. Ups. So, zack. 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 Boom. Zack. Ja, ich hab den Sprung schaffe ich jetzt auch. Ja, easy. Oh, ich hab das erste Mal geschafft. Okay, welches nehme ich? Ich nehme das. Ah, man kann vielleicht auch alle drei auf einmal treffen? Egal. Ach, bin ich doof. Oh Gott, jetzt. Okay. Nichts für ungut, Dude. Eisenstiefel. Zu schwer, um zu rennen. Zu schwer, um zu schwimmen. Sei grüßt, LJ. Wenn du hierher kamst, um die Zoras zu retten, hast du den ersten Schritt getan, doch mehr findest du hier nicht. Mit einer Ausnahme sind alle Zoras unter deiner dicken Eisschicht gefangen. Ich konnte nur ihre Prinzessin retten, aber sie lief in Richtung des Wassertempels davon. Oh, wie schön. Dieses Eis wurde von einer bösen Macht erschaffen. Das Ungeheuer im Wassertempel ist der Urheber des Unheils. Du musst das Übel beseitigen, sonst wird dieses Eis nie mehr schmelzen. Hast du Mut, den Gefahren im Tempel zu trotzen und die Zoras zu retten? Dann erlerne nun die Melodie, die dich zum Tempel zuführt. Ach lol. Zeit entschwindet, Menschen scheiden, in Ewigkeit, ewig wie das Wassersfluss. Zu königlichen Streben reift das...
Reif des Kindes Mut, junger Liebe Knospen erblühen groß und stark, des Wassers Kraft allein dies schafft. Lausche der Serenade des Wassers und trage sie in deinem Herzen. Oh Gott. Ist ja eine komische Melodie. Okay. LG, wir werden uns wiedersehen. Immer die und ihre Knallerbsen. Naja. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir holen uns nochmal ein geiles Feuer, oder? Was ist das? Yo, 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 kein Problem. Kein Problem. Yo, keine Sorge. Ich werde auch gleich wahrscheinlich Schluss machen. Ich bin nämlich kurz vorm Wassertempel und wir wissen ja alle, wie die Wassertempel alle so sind, ne? Ist ja leider kein Geheimnis mehr. Dass Wassertempel generell immer so meh sind. Achso, aber ja, an sich läuft es ganz gut. Wir haben den Feuerboss besiegt, den Boss vom Feuertempel. Und das ist auch beim zweiten Anlauf geschafft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie... Ne? Ich weiß nicht, also die Bossfights... ja, die haben immer so ein Pattern. Und da muss man eben halt immer warten, bis man den Angriff macht, oder man kennt vielleicht so Speedrun-Taktiken oder so. Und das ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht. Also irgendwie ist das auf jeden Fall nicht die Stärke des Spiels, finde ich, die Bosskämpfe. Meiner Meinung nach. Aber naja. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ist ja wahrscheinlich irgendwie auch ab 6 oder so, oder ab 12. Soll er vielleicht nicht allzu crazy gefordert werden. Aber naja. Aber dafür finde ich, keine Ahnung, finde ich das mit den Rätseln. Ich glaube, das ist einfach. Wahrscheinlich einfach eine andere Zeit, ne? Also ich glaube jetzt. Man hat anders über Dinge nachgedacht und. Also rätsellastig ist schon echt krass. Also ist schon ganz cool, also was die Rätsel angeht. Ist schon manchmal echt eine Kopfnuss, wo man Sachen machen muss, was einem nicht gesagt wird. Und ist dann echt so, okay, kann man das probieren? Und dann auf einmal, hey, ich probier's aus und es klappt einfach. Zum Beispiel, ich muss jetzt, also es gibt immer diese Flammen hier, da hinten, das blaue da, rechts. Genau, und ich habe die ganze Zeit immer gedacht so, also die Frage war einfach, okay, wie funktioniert das oder so? Was kann man damit machen? Da stellt sich raus, man muss es mit einem Glas fischen, sozusagen. Und es war auch immer das. Es wurde immer nur gesagt, ja, okay, wie kann man das transportieren? Aber ich wäre nicht sofort drauf gekommen, genau dafür wird es gebraucht. Man braucht ein leeres Glas dafür. Ah, okay, das hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt, aber. Egal. Keine Ahnung, ist schon cool. Irgendwie. Okay. Oh Gott, wie springt er rüber? Ah, mein Gott, aber auch diese Steuerung, ey. Dass man nicht einfach sagen kann, Alter, mach doch jetzt. Ja, Mann. Jetzt, ey. Ja, okay, diese Steuerung ist halt irgendwie schon nervig.
Wieso kann ich diese Tür nicht öffnen? Ah, ich weiß wie. Das ist natürlich, genau, man muss immer die Items, muss man auch gleich irgendwie um sie... So. Zack. Ja, wir können unter Wasser nicht atmen. Das heißt... Das heißt, Alter, ja, es ist auch nicht besonders. Unter Wasser können wir nicht atmen. Das heißt, es gibt wahrscheinlich, es wird Zeit für eine neue Rüstung. Genau, wir haben ja die rote Rüstung einfach von irgendeinem Typen bekommen. Die kann man zwar kaufen, aber das ist irgendwie auch nicht Sinn der Sache anscheinend, dass man sich die Rüstungen kauft. Die soll man sich anscheinend irgendwo verdienen. Das heißt, irgendwo kriegen wir ja auch die Dingsrüstung. Ja. Na gut, wir speichern. Ja, ey, das ist, also ich kann das irgendwie, ich sehe den Sinn da gerade nicht dahinter. Und die Sache ist jetzt momentan, wir sind ja jetzt in der 7 Jahre in der Zukunft. Hier sind auch alle, das ganze Dorf hier, dieses Wasserdorf ist auch schon wieder, sind alle weg. Stimmt, den könnten wir befreien, fällt mir gerade auf. Machen wir, das machen wir noch. Wir befreien noch den guten Kollegen hier. Ja, wir befreien noch den guten Kollegen und dann war es das eigentlich auch schon. Wow. Boah, Mann. Die hier ist, die ist zum Glück safe. Da können wir es hochwuchten. So. So, okay, wir müssen jetzt nochmal wieder ganz ans Ende von der Map hier. Aber das sollte jetzt auch ein bisschen einfacher gehen. Damit wir uns eine geile blaue Flamme holen, mit der wir dann den König retten. Okay, warte mal, wenn ich jetzt hier die Schuhe anziehe. Okay, vielleicht ist das einfacher so. Nee, wahrscheinlich nicht. So. Boah, das war aber knapp irgendwie. Also es sah knapp aus. Gott, jedes Mal, ey. Ich will immer drauf sein.
Mann, ey. Ich hasse das. Ich hasse das. Und dann sind sie weg. Und dann sind die Dinger weg. Da hast du. Okay, einfach jetzt mal die Befriedigung haben, das einfach zu erwischen. Oh Gott. Ich möchte einfach erwischen. Nice. Zack. Und dann hier. Perfekt. Jetzt haben wir uns eine schöne blaue Flamme geholt. Und können damit mal den König wieder... Ups. Ach, meine Güte. Lol. Oh Gott. Ja, die vorgeführt. Ja, okay, dann ciao, ne? Viel Spaß euch auch. Yo. So, dann retten wir mal noch den Guten. Zora. Oh, ich fühle mich wie neu geboren. Seid ihr es, der mich vom Eis befreit hat? Ich danke euch. Mir scheint, ihr könnt euch nicht sehr lange unter Wasser aufhalten. Als Zeichen meines Dankes, nehmt bitte diese Rüstung. Mit ihr könnt ihr auch unter Wasser atmen. Na, jetzt eine Rüstung. Diese Unterwasserung passt nur Erwachsenen zu unter Wasser atmen. Okay, perfekt. Also, wir ziehen... Alter. Okay, wir ziehen einfach mal die Rüstung an. Jetzt sind wir... I'm blue, I'm a di-da-ba-di-da-ba-di-da-ba-di-da-ba-geber. Auf jeden Fall sind wir jetzt blau. Nimm das, nimm dies, nimm das, du Schild. Okay, wir sind blau. Das weiß ich ganz genau. Jetzt, ey, wir sind eigentlich viel stylischer, oder? Jetzt ist doch alles blau, unser Schild, unser Schwert. Naja, auf jeden Fall speichern wir jetzt. Paar Mal. Und ich würde sagen, ja, dann geht's am Freitag weiter. Am Freitag. Am Freitag geht's weiter, ne? Man sieht sich dann. Alle die Ohren steif. Yo, 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 ciao.